Hallo und herzlich willkommen zu einem weiteren Jurassic World Evolution 2 Video. Denn in diesem Video möchte ich mal mir mit euch gemeinsam die drei neuen Karten vom neuen Malta DLC anschauen. Und das machen wir im Sandkastenmodus. Die finden wir ganz unten. Das sind die mit dem gelben Viereck, weil die halt noch ganz neu sind. Und als erstes haben wir da die Halbinsel San Albertus. Das ist eine Malta-Karte, wie man unschwer an der Fahne erkennen kann. Und die liegt auf dem Mittelmeer. Und hat die Beschreibung, ein für jeden Anlagentyp erfolgsversprechender Ort in Malta. Und der bebaubare Bereich ist mittel. Also es ist eine mittelgroße Karte. Und dann gehen wir auch direkt zur nächsten. Das ist die Bucht von Saint-Marie. Das ist eine französische Karte. Die hatten wir ja schon gesehen im Livestream von Frontier. Die liegt auch auf dem Mittelmeer. Bebaubarer Bereich ist auch mittel. Nutze die Vorteile dieser geschützten Bucht und errichte eine Meeresanlage. Und als drittes haben wir die Insel San Egidius. Oh, das ist dann eine ganze Insel. Das ist ja cool. Da freue ich mich schon drauf. Das ist eine griechische Karte von der Fahne. Oh, interessant. Auch auf dem Mittelmeer. Bebaubarer Bereich ist Mittel. Errichte deine eigene Geheimanlage auf dieser kleinen Insel. Da freue ich mich drauf. Die machen wir aber als letztes. Wir gehen nach der Reihenfolge. Fangen an mit der Halbinsel San Albertus. Ja, wir lassen mal Standardeinstellung. Und los geht's. Bin sehr gespannt. Ich war auch noch nicht auf den Karten, aber ich glaube, da sieht man die schon. Malta. Das dürfte jetzt die Festlandkarte sein. Mit dieser coolen Stadt im Hintergrund hier vorne. Sieht auf jeden Fall von der Landschaft schon mal echt cool aus. Was ist denn das für ein Gebiet? Ist das so eine Wüste? Ich weiß gar nicht, wie man das genau nennt, das Biom. Könnt ihr gerne mal in die Kommentare schreiben. Aber es ist halt sehr sandig und dann trotzdem so richtig schöne grüne Bäume und Büsche. Die Landschaft hier wirkt schon sehr cool. Ich glaube, das ist auch voll groß. Und alles direkt am Meer, was ich mega feier. Ich frage mich ja, bis wohin man bauen kann. Wahrscheinlich bis hier. Ja, tatsächlich. Also nur die Klippen kann man nicht bebauen, so wie es aussieht. Das hier sind wahrscheinlich dann auch Klippen. Ja. Aber es sind immer nur diese Klippenabschnitte, die man nicht bebauen kann. Und das sieht auch interessant aus. Kann man das bebauen? Kann man auch. Oh, das heißt hier, das Terrain sieht dann auch so aus von den Terrain-Tools. Also da kann man dann auch solche Untergründe machen. Sieht doch schon mal nicht schlecht aus. Mich interessiert gerade der bebaubare Bereich natürlich auch. Ich glaube, der ist nämlich ziemlich groß. Oha, das ist richtig groß, oder? Kommt mir das gerade nur so vor. Ich mache mal eben ein Gebäude. Dann können wir das eben besser einschätzen, denke ich. Okay, das Gebäude wirkt winzig. Ich glaube, der Platz hier auf der Karte ist mega riesig. Vielleicht bilde ich mir das auch irgendwie gerade falsch ein, weil eigentlich stand ja bei der Beschreibung, dass sie nur mittelgroß ist. Aber ich muss sagen, vom Platz her wirkt das schon sehr, sehr groß. Finde ich auf jeden Fall gut, dass man hier so viel Platz hat. Und mir gefallen hier auch wieder richtig gut diese Höhenunterschiede, wenn man dann so verschiedene Ebenen hat auf der Karte. Und natürlich, dass es direkt am Meer ist, gefällt mir gut, dass hier auch überall diese Klippen sind. Okay, hier kann man nicht hinbauen, also nur bis hier vorne. Und was natürlich auch ein Mega-Highlight ist, ist die Hintergrunddeko. Wenn man dann hier so Besucherwege hat und dann so eine Aussicht, mit so einem coolen Turm noch im Hintergrund. Da hinten sind noch Gebäude, so eine Kathedrale. Und da ist natürlich das Mega-Highlight, diese riesige Stadt mit Hochhäusern, auch einer riesen Kirche. Und da links ist halt auch noch Hintergrunddeko. Ich freue mich schon, da einen Park zu bauen auf der Karte. Was ist denn das? Ist sowas wie ein Hafen? Schwer zu sagen. Da ist auch nochmal ein Turm. Ja, aber wunderschöne Karte. Und auch viel Platz zum Bauen, Höhenunterschiede, Klippen, Meer.
Ja, was will man mehr, kann man dann nur sagen, ne? Oh, guck mal, da hinten ist auch noch Hintergrunddeko. Da sind auch noch mal Hochhäuser. Sieht immer ein bisschen pixelig aus, wenn ich so reinzoome, aber das ist ja nicht weiter schlimm, weil eigentlich zoomt man ja, wenn man spielt, nicht so rein. Ich will es euch halt nur zeigen. Ja, wunderschön. Achso, bevor ich es vergesse, wir können noch mal ganz schnell, bevor es jetzt hier Nacht wird, in die Bepflanzung reingucken. Das gehört ja auch irgendwo zu der Karte. Mach doch mal hier so ein bisschen mehr Bäume. Das kann man ja schon ganz gut sehen, ne? Also die Büsche und Bäume sehen schon mal sehr gut aus. Das hier sind, glaube ich, die Dinger, die wir schon kennen, oder? Ja, ich glaube schon. Die hier auch. Die kennen wir auch schon. Die auch. Ja, das hier ist nochmal interessant. Also die hier sind neu gekommen und die Ziersträucher. Ich glaube, die kennen wir noch nicht. Aber das geht alles so ein bisschen in diese Wüstenrichtung. Und dann haben wir natürlich hier auch Terrainpinsel, einige. Dann mache ich mal kurz hier eine Fläche frei und schalte nochmal auf Tag. Und dann gucken wir uns das Terrain mal an. Also das erste Ding hier. Das, was jetzt hier schon gepinselt ist. So ein ganz bisschen Gras sieht man da und ist halt sehr sandig. Dann haben wir Fels. Das sieht so aus. Haben wir gerade auch schon bei den Klippen gesehen. Also hier unten. Da ist ganz viel von dem Fels. Dann haben wir als nächstes Sand. Der ist sehr, sehr weiß und hell. Das war denn das erste hier. Schlamm war das, okay. Ja, sieht aber auch cool aus. Dann haben wir nochmal Sand. Das ist dann die dunkle Variante. Kann man dann natürlich auch wieder gut kombinieren, ne? Wenn man das so ineinander vermischt, dann ist das schon echt cool. Dann haben wir noch mehr Fels. Und nochmal Schlamm. Was auch eher aussieht wie Fels, wenn ich ehrlich bin. Ja, das ist auch eher Fels. Das heißt, wir haben drei verschiedene Felsarten. Kann man da bestimmt richtig coole Klippen mitmachen, wenn man die so miteinander ein bisschen verschwimmen lässt. Oh, nicht schlecht. Und es gibt natürlich auch neue Felsen. Das sind hier die untersten. Das sind hier Mittelmeer-Felsbrocken. Auch so helle. Können wir aber vorstellen, dass es diese Terrain-Tools und die Felsen und so auf allen drei Karten gibt. Aber das werden wir gleich herausfinden. Denn ich würde sagen, wir wechseln jetzt mal auf die nächste Karte. Also das war hier die Malta-Karte. Na, guck mal, jetzt ist auch hier das Viereck weg. Also daran konntet ihr sehen, dass ich gerade auch das allererste Mal auf der Karte war. Jetzt gehen wir in die Bucht von Saint-Marie. Die hatten wir schon zu Gesicht bekommen. Das ist eine Frankreich-Karte. Auch mittelgroß. Dann starten wir das Ganze mal. Korsika. Glaube ich auch ein sehr beliebter Urlaubsort, oder? Korsika. Also ich war da noch nie. Aber das ist die Karte. Die haben wir ja schon mal grob gesehen. Da haben wir halt unten diese offene Lagune, die direkt ins Meer geht. Da sind noch ein paar Inseln im Hintergrund. Und dann kann man halt hier noch hoch. Das ist halt ein krasser Höhenunterschied. Also hier kann man dann hochlaufen. Und dann hat man hier oben auch nochmal einen riesigen bebaubaren Bereich. Das wirkt viel kleiner, als es ist. Also ich mache auch hier nochmal ein Gebäude hin, damit ihr das seht. Ja, da ist schon einiges am Platz. Aber wenn diese Karte hier auch mittel ist, dann ist die davor doch groß, oder? Also auf der anderen war noch mal wesentlich mehr Platz, würde ich sagen. Aber hier ist auch wieder sehr beeindruckend, dass man so tolle Klippen und Höhenunterschiede hat und dann diesen schönen Blick aufs Meer. Wenn man hier oben dann ein Gehege baut, dieser Hintergrund ist einfach nur schön. Ich liebe diese Karten. Das absolute Highlight, natürlich hier die offene Lagune. Da sind auch schon einige Gebäude. Also solche Beobachtungsgalerien stehen hier. Auch im Malta-Design. Und natürlich auch hier diese Brutstation in der Lagune. Kann man die eigentlich abreißen, die Sachen? Nee, okay. Das heißt, das ist alles fest installiert. Jetzt habe ich mich ja schon die ganze Zeit gefragt, ob man da noch irgendwie was dazu machen kann.
nicht. Okay, das heißt, dass die Gebäude hier kann man nicht austauschen. Die sind dann leider fest an dieser Lagune. Aber hier kann man doch bestimmt noch irgendwas machen, oder? Diese Stege sehen so ein bisschen so aus. Das ist wahrscheinlich dann für diese Lagundeko, kann ich mir vorstellen. Ja, guck mal, da kann man eine Lagundeko dran installieren. Dafür sind dann diese kleinen Betonstege. Okay, da hat man dann wie viele Slots? 1, 2, 3, 4, 5, 6. 6 Slots für Deko. Und die Lagune, die geht bis hier vorne. Da frage ich mich natürlich auch, wie ist das dann abgeschirmt? Gehen wir da einmal rein mit der Kamera. Ist da ein Zaun? Hier ist kein Zaun. Einfach nur eine Barriere, okay. Das heißt halt wirklich eine offene Lagune. Ist ein bisschen unrealistisch, weil ich glaube, so ein Moser würde auf jeden Fall in die Freiheit schwimmen. Aber es ist ja trotzdem nicht so schlimm. Ich weiß nicht, ob ich es so schöner finde oder wenn da wirklich noch irgendwie so ein irgendwas unter Wasser gewesen wäre. Ha, gut, aber so ein kleines Gitter oder so hätte Moser halt auch nicht aufgehalten. Da hätte man halt eine fette Mauer machen müssen. Und dann wäre die Optik halt kaputt. Könnt ihr mal schnell einen Moser eben freilassen, würde ich sagen. Okay, ich habe jetzt hier gerade mal einen Ankunftsort gemacht. Und der ist schon wesentlich größer als dieser kleine Laden. Vielleicht ist es doch gar nicht so viel Platz, wenn ich das jetzt hier so sehe. Also ich glaube, so groß ist die nicht. Dann nehme ich jetzt am besten immer diesen Ankunftsort als Größenverhältnis, würde ich sagen. Und den kann ich, glaube ich, ein bisschen besser einschätzen. Ah, zu große Karten finde ich aber auch nicht cool. Ich finde es eigentlich immer ganz schön, wenn die ja ein bisschen kompakt sind. Ist natürlich schön, wenn man nicht so viele Begrenzungen hat, aber ich finde es echt cool. Mit diesen Höhenunterschieden finde ich nice, dass man dann hier so eine glatte Fläche hat und dann hier unten die Bucht. Können wir auch mal schnell den Moser zusammen machen. Ist ja fix erledigt. Und da kommt er. Das hier ist übrigens noch ein bisschen verbuggt, glaube ich. Kann sein, dass es gefixt ist, wenn ihr das Ganze seht. Weil ich habe halt eine Vorabversion. Nehme das schon ein bisschen eher auf. Ich heiße Isaac Clement. Schön, dich endlich zu treffen. Ach nee, Isaac, das muss jetzt nicht sein. Warte mal kurz. Da haben wir jetzt keine Zeit für. Sorry. Du wirst leise gemacht. So. Wir wollen nämlich jetzt den Untergrund von der Lagune natürlich sehen. Ich finde den leider ein bisschen zu flach hier. Also ich habe mir halt hier ein bisschen mehr Höhenunterschiede gewünscht. Es wird ein bisschen natürlicher wirken. Aber man kann hier, denke ich mal, auch ganz normal wieder die Deko anbringen. Ja, die kann man ganz normal platzieren. Und dann hat man hier halt so ein bisschen Variation zumindest. Die ist, glaube ich, auch echt groß, die Lagune. Ja, schon. Also das hier ist eine Standard-Lagunengröße. Das ist schon sehr groß. Die geht ja bis hier hinten raus. Also ist auf jeden Fall für den Moser locker genug Platz. Und ich glaube, im hinteren Bereich geht es auch ein bisschen runter noch, oder? Hier geht es auf jeden Fall ein bisschen tiefer. Hier ist sogar Beleuchtung. Cool. Ja, das heißt, hier hat man dann wenigstens so ein bisschen Höhenvariation. Ah, hier ist so eine Klippe. Ach, das ist der Rand. Okay. Hier ist jetzt so eine Galerie. Ah, das ist schon cool. Ich liebe diese offene Lagune. Hier ist schon was ganz Besonderes. Aber hier ist es halt auch schwer zu bebauen. Ne? Das muss man halt bedenken. Also man hat hier für Gebäude wirklich nicht viel Platz. Vielleicht kann man hier noch ein Gehege unterbringen und dann muss man den Rest halt hier oben bauen. Also der, wenn man hier einen Park baut, liegt halt das Hauptaugenmerk auf dieser Lagune. Ich denke aber mal, dass zum Beispiel die Bepflanzung und so, das ist identisch, ne? Genau, das ist genau wie auf der Karte davor. Die Sachen hier unten sind auch identisch, die brauchen wir nicht nochmal durchgehen. Und auch die Felsen und so. Und die Terrain-Tools auch. Also die werden auf allen drei neuen Karten identisch sein. Ja, wunderschöne Karte. Also das ist die französische Buchtkarte. Und jetzt gehen wir zu der Karte, auf die ich nochmal mega gespannt bin. Ja, das ist nämlich die Insel San Egidius in Griechenland. Ach, eine Inselkarte habe ich mir lange gewünscht, weil ich glaube, wir haben nur Festlandkarten. Das ist die erste Inselkarte. Ich hoffe, das ist auch eine richtige Insel. Das wäre mega. Wir sollen hier eine Geheimanlage auf dieser kleinen Insel erstellen. Ich bin gespannt. Wir gehen mal rein da. Ägäisches Meer. Hat
auf jeden Fall schon mal riesige Klippen im Hintergrund, was ich wieder mega feier. Aber das ist wirklich eine Insel, ne? Ja, das ist eine Insel. Oh, das ist so cool. Ich habe mir immer eine Inselkarte gewünscht. Und hier ist halt auch weit und breit nichts zu sehen. Nur noch so ein paar kleine Landabschnitte. Aber genau so habe ich mir das vorgestellt. Oh, ich liebe die Karte jetzt schon. Ist vielleicht die unspektakulärste Karte von den dreien, aber für mich persönlich ist das ein Highlight. Also ich mag die Karte richtig gern. Ich habe mir immer so eine Inselkarte gewünscht. Echt froh, dass wir die jetzt haben. Oh, hier ist aber wenig Platz. Hier kann man halt überall leider nicht bauen, überall wo so Klippen und sowas ist. Hier der ganze Teil leider auch nicht. Das ist halt wirklich dann ein kleiner, süßer Park. Aber mit einer tollen Hintergrundgestaltung hier mit den Klippen. Wäre noch cool gewesen, hätte man hier auch noch irgendwie hochbauen können. Aber ja, ich will mich nicht beschweren. Ich bin super glücklich, dass wir jetzt so eine Karte haben. Ich mache auch hier jetzt einmal dieses Eingangsgebäude. Dann kann man das immer ganz gut erkennen vom Platz. Also das ist wirklich nicht viel Platz. Mich wundert es, dass da auch Mittel steht. Also ich glaube, diese Größenangaben bei den Karten stimmen noch nicht ganz. Also ich glaube, das ist klein, die Bucht ist Mittel und die erste Karte, die ich euch gezeigt habe, also die Malta-Karte mit der Stadt im Hintergrund, das ist eine große Karte. So kommt es mir zumindest vor. Ja, das Terrain und die Bäume sind auch wieder alle gleich. So viel gibt es jetzt leider auch gar nicht zu zeigen. Also ich glaube, die Insel haben wir relativ schnell abgehakt. Aber ich muss trotzdem sagen, dass ich die echt sehr feier. Mich würde jetzt mal interessieren, was eure Lieblingskarte ist. Einmal das Festland, die Bucht oder diese Insel. Schreibt es gerne mal in die Kommentare. Und falls euch dieses Video gefallen haben sollte und gut informiert hat, würde ich mich auch über ein Like freuen oder ein Abo wäre auch cool. Ich wünsche euch jetzt noch einen angenehmen Tag. Macht's gut, haut rein. Euer Dandy.